Wie sie sterben da alle oder sowas, vielleicht in der oder oben Mili wäre auch nicht schlecht gewesen oder zurückfallen. Nur weil ich in der Linie mit Arbeit und kämpfe, hieß es nur lange nicht, dass ich das alles mache. Ne? Das ist nur so das Info. Im Charge dürft ihr alle reden. Die wichtigsten Informationen für die gesamte Linie. Okay? Schön gemacht, Österreich übrigens. Charge. Er hat die Stille von mir, hat schon funktioniert. Rechts hat gehalten und links hat gepusht. Österreich wieder Links, links mehr zusammenziehen, links mehr zusammenziehen. Kommt wieder zurück in die Mitte. Österreich, wird Teil. Versuch das mal ein paar zu kriegen. Nicht alle. Nicht umkreisen. Oben Mili, Männer, findet wieder einen Graben zusammen. So, Kampfdreieck bilden. Genau, sehr schön. Blockbereitschaft, denkt dran, er könnte spinnen. Genau, das habe ich gemeint. Tod. Der Tote war unnötig, Pineapple. Warum? Weil du hättest damit rechnen müssen, dass er es versucht. Rechne immer mit den Unmöglichen. Ja, ein Feldblock. Auch dumm. Was ihr beobachten müsst, ist ganz wichtig für beide Linien. Wenn ihr seht, ihr zieht euch zu weit auseinander, ihr müsst das sofort reagieren und die Lücken wieder schließen. Ah, gemeiner, gefreiter Killer Felix nützt solche Sachen aus und ist dann plötzlich durch die Mitte durch und da sterben einige, weil das oben Mili dann zu spät kommt oder das wächst aber auch zu spät kommt. Ah, Vorsicht also, Charge! Österreich links pushen. Nicht zu weit auseinanderziehen, die Mitte ist offen, komplett Preußen, was macht ihr denn? Die Mitte ist komplett offen! Zurück, Exos. Ja, jetzt rein. Los, Österreich von allen beiden Seiten dran. Eine Chance einzupeißen. Österreich links zurückfallen, rechts pushen. Stampfen. Auf Mili, findet zusammen. Doppel D. Reset. Nicht Duelle machen. Doppel in Österreich. Arbeitet jetzt zusammen, Preußen. Doppelt in. Schön gemacht, Jay. Exos, lass dich niemals, wenn es so kommt, aus der Ruhe bringen. Wenn du dir nicht sicher bist, versuch zu blocken, rauszugehen, versuch wieder Kräfte zu sammeln und sich neu zu ordnen innerlich. Mach nicht den Fehler, lass sie sein Kampfstil aufzwingen. Wenn du das machst, hast du verloren, weil du den Kampfstil nicht gewöhnt bist. Versuch immer deinen Kampfstil runterzuspielen, okay? Aber versuch den Kampf ein bisschen auszuweiten, dass er irgendwann mal einen Fehler macht, aber der Fehler war irgendwann bei mir. Deswegen, lass dir Zeit, lass dir nicht seinen Kampfmodus, also seinen Kampfstil auf dich übertragen oder dich dazu nötigen, dass du ihn annimmst. Weil dann gewinnt er, weil du ihn nicht kennst oder nicht richtig beherrschst. Charge. Wenn er ganz aggressiv spielt, dann block einfach nicht. Bis er irgendwann aufgibt und Fehler macht. Preußener Backstepper. Linke Seite, komm, mach den noch erledigt. Oh, komm. Österreich, hey, Baxter, behindert die, pass auf! Zusammen, passt auf! Oh, schön gechampert. Komm zu mir, Österreicher! Wir doppeln hier weg. Sehr schön. Gut. Böse Bremse wieder. Ich bin ja gut in Form, muss ich sagen. Ja, ich bin heute auch gut in Form. Wenn das eure Reaktion? Ist soweit okay. Manchmal müsst ihr halt schneller schalten. Ihr habt gesehen vorhin, ich habe durch die Mitte durchgepusht. Also ich bin allein durch die Mitte gegangen, hab geblockt und war dann hinten in der linken Flanke. Da hätte die linke Flanke rein theoretisch nach vorne gehen müssen, um die auseinanderzunehmen. Habt ein bisschen spät geschaltet, aber ansonsten war es schön. Österreich, gute Arbeit. Charge. Ups, das war nichts. Österreich, links zurückfallen. Kampfdreieck bilden. Doppelt E. Hada. Kopa. Aber 5 Leute überlebt von 7? Ja. Du hättest nicht einfach den Backstepper irgendwie callen müssen. So, Bremse raustreten. Okay. Sorry, ich will schon mal kurz was ins Gesicht werfen, ich hab Knast. Charge!
Österreich rechts push, links rückfallen. Linke Seite zurück bei Preußen, linke links Seite zurück, komplett links zurück und rechts push. Vor. Ja, zusammenfinden, nicht einkreisen lassen, passt auf. Gewinner. Jawohl, das war sehr gut, Preußen, weil wir haben sie eingekreist und da haben sie keine Chance mehr. Ach, was? Eine kurze Frage, Männers. An Österreich und Preußen. Warum benutzt ihr die Push-Situation links und rechts Push, wenn ihr genau wisst, dass ihr da sowieso Fehler macht und Lücken so weit aufreißen, dass ihr sie nicht kompensieren könnt? Warum lasst ihr es, wie ich euch schon mal gesagt habe, die Charts sich nicht einfach entwickeln? Hm? Preußen? Antwort? Einer von euch? Ja, bitte? Irgendeiner? Das liegt daran, dass die linke Seite bei Preußen einer gefallen war und dann der eine abgeschnitten war und da mussten die restlichen ein bisschen auf die rechte Flanke, um halt dagegen zu pushen. Warum lasst ihr den Charge einfach entwickeln und lasst ihn push einfach? Weil in dem Moment sind von den Österreichern drei abgelenkt gewesen, auf diesen einen, der halt noch ganz links stand und deshalb rechts sogar eine Überzahl war. Okay, Österreich? Warum? Lasst den Grabenkampf sich nicht einfach entwickeln und tut die Situation so nehmen, wie sie ist und nicht immer gleich einen Push verursachen. Geschweige denn, wenn der Gegner schon links pusht, ne, dass ihr automatisch auf der linken Seite einfach zurückfällt. Das ist ja normal. Ihr dreht euch ja normal mit. Das ist einfach eine Grabenentwicklung. Das ist nichts mit Befehlen oder geschweige denn Charge-Befehlen. Ja, bitte. Ja, ich habe jetzt rechts Push angesagt. Ich habe das halt gemacht, weil ich gesehen habe, dass die preußische Flanke zurückgefallen ist und halt rechts stark eingedrückt hat, damit wir halt sozusagen dagegen wirken können. Okay. Damit es ein waagerecht wieder steht. Wichtig bei der Situation jetzt, die wir haben im Charge. Macht keine unnötigen Pushs, wenn der Charge sich noch nicht entwickelt hat. Lass den Charge sich entwickeln. Wenn der Charge nach 2 Minuten immer noch dasselbe ist und es ist keiner gefallen und es blockt jeder richtig, dann könnt ihr von mir aus pushen, wenn ihr eine Patze dazu habt. Lasst aber erst den Graben sich entwickeln, den Kampf, die Position entwickeln, bevor ihr irgendeinen Push macht. Die meisten sterben, weil ein Push angesagt wird, die wissen nicht wohin oder machen den falschen Move in dem Moment und sterben. Lasst den Graben sich entwickeln. Wenn ihr eine Überzahl gewinnt durch in dem Fall Blödheit vom Gegner, weil er einen richtigen Block drin hat etc., dann könnt ihr versuchen zu pushen, um das schnell zu beenden. Vorher nicht. Charge. Preußen wieder zusammenfinden, nicht einkreisen lassen. Sehr schön. Oh. Sorry, Torin. Hey, wer ist da noch? Doppel ihn. So, Österreich war eine sehr gute Leistung bis zu dem, wo ihr euch schon einmal weglachen machen lassen habt. Preußen, ihr habt gerade gesehen, sie haben den Graben sich einfach entwickeln lassen, haben auf eure Fehler gewartet und ihr wollt schneller down, als ihr gedacht habt. So einfach geht's. So muss es laufen. Okay? Judge! Kurz mal Freeze. Ja, ein kleiner Tipp von mir nochmal. Ich weiß, soll ja nun mal normalerweise keiner machen, aber ich bin ein kleiner Fan von geworden, seit Felix ich das mal gesehen habt. Wenn ihr seht, da ist eine Lücke und da steht bloß einer drinne, wie zum Beispiel hier, Jay. Ja, und die Mitte ist da. Ja, 2 Mann. Könnt ihr die locker rein. Das heißt für euch, macht doch einfach mal den aggressiven Move, blockt oben, Blockzerschlag, geht nach hinten, geht nach links durch und versucht die linke Seite auseinanderzunehmen. Einzelaktionen sind gewünscht, solange ihr dabei überlebt. Habt ihr verstanden? Jawohl. Jawohl, Herr Oberleutnant heißt das nochmal. Habt ihr das verstanden? Jawohl, Herr Oberleutnant. Das heißt aber nicht, dass ihr alle das machen sollt. Wenn ihr euch sicher seid, dass es funktionieren könnte. Und geht mit dem Block rein. Versucht nicht mit dem Untenstich und dann seid ihr tot. Das macht Felix ja oft den Fehler. Der geht mit dem Schlag rein und stirbt gleich beim ersten Mann. Also manchmal, nicht immer. Meistens kommt er durch die Linie durch. Statt mit dem Block reinzugehen, wenn ihr zum Beispiel hier den Schlag vom Block reinmachen, nach hinten durchgehen, von hinten attackieren. Oder weiterlaufen, weil der muss ja erstmal hinterher rennen. Okay? 3, 2, 1, Charge. Nutzt also die Einzelaktion, wenn es möglich ist. Genauso wie Preußen auch. Nutzt Einzelaktion, wenn ihr Möglichkeit habt.
Bin gut zu Preußen. Lützow, bitte. Hatte ich sogar gerade vor. So, wichtig jetzt für dich, Preuße, geh nach hinten, geh nicht nach vorne beim Angriff, versuch die, nur eine Person in den Kampf zu bekommen. Versuch den Unerwartetesten rauszupicken und lass die Zeit, blocke sicher. Du hast die Möglichkeit, das Ding zu gewinnen. Oh, ah. Chamber kann das sein. Das ist Chamber, ja. Ja, Block-Chamber. Schön gemacht, Skipper, trotzdem, war sehr gute Arbeit. Hast lange durchgehalten gegen 3, finde ich gut. Leider so. Besonders solche Trainingsmaßnahmen bei Jäger. Wenn wir hier kämpfen, dann haben die sich anzupassen, ganz einfach. Müssen wir ja auch, wenn die AD noch Training hat, müssen wir uns auch anpassen und warten. Ne? Cha-cha-ch! Bremse mit rein da. Was mir ganz oft auffällt, ist, dass ihr euch erst dann umguckt, wenn ihr alleine seid. Und nicht, wenn die Gegner schon alle da sind. Ihr müsst euch vorher im Chat umgucken, wenn ein Gegner von der Seite kommen könnte. Nee. Schöner Schlag. Eiszeug erstmal. So, die Analysezwecke zu diesem Charge war dieser. Bremse wurde auf der linken Seite mit einem Mann alleine gelassen. Der zweite Mann hat sich nach links orientiert in die Mitte. Und dadurch hatte Bremse leichtes Spiel, hat den Duell schnell fertig gemacht, ist in die Seite reingegangen und hat den Rest erledigt. Böser Fehler, Männers. Versucht immer zu zweit auf jemanden zu gehen. Wie blöd wie es klingt. Ihr wisst nicht, wie stark, auch im Line Battle, wie stark der Gegenüber ist. Wenn ihr ein Duell versucht, mit ihr anzufangen, obwohl ihr noch nicht lange, also noch keine großartige Nahkampferfahrung habt, dann seid ihr auf dem verlorenen Posten. Geht immer mit den Kameraden mit. Und wenn ihr euch unsicher seid im Angriff, dann blockt für euren Kameraden, dass er angreifen kann und notfalls den, ja, dass er ihn doppeln kann. Okay? Ja, bitte? Das Schlimme ist, dass ich den ersten gekillt habe im Duell. Okay, der hat mich von der Seite fast noch gekriegt. Aber dann, er hat nicht angesagt, dass ich komme. Der zweite, den ich getötet habe, hat nicht angesagt, dass ich gekommen bin. Der dritte hat es nicht angesagt und der vierte auch nicht. Nach 4 Leuten, wenn die Leute, wenn es so 7-Mann-Linie ist, sind nicht mehr viele Gegner da. Und ich habe jeden von denen abgestochen mit einem Schlag. Männer, ich will jetzt kurz von euch. Sagt's an, wie vorsichtig, Achtung, Mitte, Graben bilden, Lücken zusammen, Lücken kleiner machen, etc. pp. Sagt was, gewöhnt euch daran. Eure Linie ist nur so stark, wenn ihr auch kommuniziert, dass ihr wisst, woher kommen die Gegner. Weil ihr wisst selber, viele von euch haben noch keine Übersicht im Nahkampf oder im Grabenkampf. Und wenn ihr da keine Übersicht habt, dann müsst ihr, müssen halt die anderen reden, um euch zu helfen. Charge. Österreich, back. Pop-Melee, Österreich. Schön gemacht, Preußen. Habt ihr Glück gehabt, dass in der Mitte kein Eigeninitiative gestartet worden ist und dass da jemand durchgegangen ist. Ansonsten auf der rechten Seite Druck gemacht, habt ihn dann weggedoppelt und habt dann die restlichen auch drüber gemacht und wo Österreich hat sich einkesseln lassen. Hätte aber jemand die Eigeninitiative bei Österreich ergriffen, wäre durch die Mitte gegangen, hätte er ein Problem gehabt, ein tierisches Problem. Sorry Leute für die ganzen Teamkills, ich bin noch nicht so. Charge. Im Modus. Ah, vorsichtiger Schlagenskipper. Preußen zusammenfinden. Kreis hier ein. Ja, danke für den Backstepper-Call. Er ist kommuniziert. Österreich, redet miteinander. Es kann nicht sein, dass es nur Bremse macht. Auch wenn ein Unoffizier ist. Das gilt an euch alle. Alle haben zu reden im Charge, wenn es wichtige Informationen sind oder euch helfen, den Gegner auseinanderzunehmen. Tut mir den Gefallen. Es soll euch helfen, nicht mir. Ich weiß, wie ich mich im Grabenkampf zu bewegen habe. Teilweise. Passt nicht. Nee, Spaß schon. Passt schon. Okay, aber ich weiß, ich habe die Übersicht im Nahkampf. Deswegen kann ich Kurs geben. Versucht das zu lernen. Es hilft euch beiden Teams. Charge.